Wieso ich? Wieso ich? Wieso wir? Wieso schlägst du immer beim Falschen zu? Du kommst immer zur falschen Zeit und schlägst brutal zu. Mit deiner verfickten Hinterhältigkeit haust du alles brutal um. Wieso machst du das nur? Immer wieder und jedes Mal so hart, dass manche, du machst dich breit, dass manche sich entzweit. Und wieso treibst du es so weit, dass viele nur einen Ausweg sehen und sich ein Ende setzen wollen? Vom Hochhaus oder Brücken springen, sich erhängen oder strangulieren, vor Bahnen werfen, eine Überdosis setzen oder sich erschießen. Damit sie sich erlösen vom Leben, das sie nur noch fickt. Du bist nur schwer bekämpfbar. Das ist leider wahr. Ohne fremde Hilfe wird man dich nie los. Dafür bist du zu groß. Wieso hast du die Gabe, dass man Angst hat vor dir, dass alles nur noch schlimmer wird, dass man verliert den Antrieb und Spaß von Sachen, die man eigentlich mag, über alles andere. Du nimmst nur Teile von mir, die mir mehr als alles andere bedeuten. Ich flehe dich an. Ich bitte, ich bettel, ich knie vor dir nieder. Verschone mich und meine Freunde und komme uns nicht zu nah, mach dich rar. Ich habe genug von dir und deinem Werk. Alles machst du verkehrt. Ich will nicht weinen vor Ratlosigkeit, denn ein Mittel gibt es leider nicht weit und breit. Zieh Leine und hau ab und lass uns in Ruhe, denn sonst sinkt die Angst, die ich habe, dass du meine Freunde bringst ins Grab. Scheiß Depression. Danke.